Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Banished. Ja, und wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal beendet haben. Und zwar bei unserem Dorf. Wo sonst, ne? So, und jetzt haben wir erstmal hier noch diesen Brauer gebaut. Ah, und der hat schon wieder ein bisschen Alkohol produziert. Da braucht jetzt erstmal ein paar Berries. So, und dann müssen wir erstmal schauen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Leute. Ein bisschen mehr Leute werden verlangt. So. Okay, was bauen denn die eigentlich? Weil hier steht 2 von 2. Das würde mich jetzt echt stellen. Für was brauchen wir 2 Bilder? Oder sind das diese Straßen? Diese Straßenfreaks? Die hier die Straße überall hin pflastern und zimmern? Sind die Straßen eigentlich schon fertig? Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ne, die sind noch nicht fertig. Die sind alle noch grau. Die haben auf jeden Fall erstmal richtig gut zu tun hier. Aber die sind doch schon fertig, oder? Denke ich das jetzt nur. Sind die jetzt fertig oder sind die nicht fertig? Irgendwie sind die noch so dunkel. Ja, müssen wir mal einfach mal warten, bis der Winter vorbei ist. Ach, ich weiß, was die bauen. Die bauen unseren Friedhof. So, Friedhof fertig. Super. Ja, bauen wir hier noch eine Straße hin. So. Ups. So, 0 von 40 Gräbern, das ist erstmal sehr schön. Hier haben wir noch 9 Gräber Luft. Das ist auch sehr schön. Und die Hühner, die gackern, das geht über keine Kuhhaut. Das ist ja wirklich nicht normal. So, wieso haben wir hier eigentlich Steinstraße? Was haben wir denn hier gemacht? Hat man hier schon mit Steinstraße angefangen? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir eine Steinstraße gezogen hatten. Naja. Ist ja auch nicht weiter dramatisch. Hier unten muss auch noch alles steiniger Weg werden. Hier hat man noch den Brunnen, ne? Irgendwo. Wenn ich mal draufklicken könnte. Hallo? So. 40 Steine, okay. Ja, komm, bauen wir den Brunnen mal noch eben. Oh, wir haben keine Leute schon wieder. Es sind schon wieder so viele gestorben. Wir sind schon wieder bei 178. Obwohl wir 49 Kinder haben. Das ist doch nicht normal. Irgendwann muss doch dieser Bevölkerungsboom jetzt hier mal kommen. Irgendwann muss der doch mal kommen, dieser Bevölkerungsboom. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe halt aktuell echt keine Laborer. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen, wir spulen hier mal ein bisschen vor in der Hoffnung, dass hier mal ein paar neue dazukommen. So langsam. Wir sind halt alle beschäftigt. Wir sind ein tüchtiges Dörflein. Das ist nun mal so. In der heutigen Marktwirtschaft, da wird sich nichts geschenkt. Nein, das war auch früher schon so. So, Feuerholz, naja, geht halt so langsam hoch, ne? Der Reiser ist es nicht. Wo sind wir denn hier? Fuel. Ja, aber wir produzieren aktuell noch 800 mehr, wie wir verbrauchen. Das passt auf jeden Fall. Und ansonsten, wie sieht's aus? Ja, ist klar. Loks produzieren wir eigentlich auch echt gut. Haben auch schon 2000 auf Tasche, ist ja Wahnsinn. Wie viel haben wir denn das Limit gesetzt? Das müsste irgendwo bei 2000 liegen, dächtig. Ja, genau. Da gehen wir noch eins hoch, machen wir 3000 raus, oder? Nee, 2000 Bäume reichen. Was wollen wir auch mit den ganzen Bäumen? Ah, guck mal, Alkohol, das geht wieder gescheit nach oben. Ja, Berries sind am Start. Das passt. So, und jetzt kommen hier neue Leute. Jetzt sind schon mal 6 neue oder 4 neue Leute gekommen. Die können wir gleich mal hier einsetzen. So, und ich hoffe, jetzt kommen noch ein paar mehr. Jetzt ist wieder einer gefreckt. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, hier aus dem Boot. Irgendwie ist, glaube ich, hier ein Boot gekommen. Wolle. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Weg mit dir. So, jetzt haben wir wieder nochmal 3. Jetzt sind wir schon bei 183. Und da können wir hier erstmal einen nachstecken. 52 Kinder. Also das muss doch langsam mal... Wir haben ja irgendwann... irgendwann ist jeder Zweite in dem Dorf hier ein Kind, wenn das so weitergeht. So, was, hast du Hunger? Dann hol dir doch was. Verdammt noch einmal. So, und hier wollten wir erstmal wieder Straße bauen. Genau. Zack, und dann bauen wir die nämlich so. Sieht zwar nicht so toll aus, aber dafür kriegt man hier wunderbar. Oder ist nicht so praktisch. Toll sieht es ja aus. Ist nicht ganz so praktisch. Und dafür können wir jetzt hier noch eine wunderschöne Baumfarm hinbauen. Hier in diese Ecke. Hier unten können wir auf jeden Fall noch Baumfarm und Feldfarm errichten. So, dann bauen wir hier erstmal einen Weg drum, dass das alles schön seine Ordnung hat. Genau, und dann kann das erstmal errichtet werden. So...
Okay, jetzt können wir hier nochmal zwei nachstecken. Da haben wir erstmal die Gator wieder, ja, die Gatherer wieder voll. Laborer haben wir zurzeit 4 über. So, und wie sieht's jetzt hier aus? Wie sieht's jetzt hier aus? Das hält sich eigentlich hier die Biege, also das passt. Hier sind noch 24% nur noch drin. Oh, oh. Das ist mal meine Frage. Können wir hier irgendwo... Wie viel haben wir hier noch drin? 95. Können wir hier irgendwo noch eine Mine errichten? Das wäre jetzt echt interessant zu wissen. Ne, keine Chance. Krieg ich nichts hin. Hier war ja auch... Ne, hier ging auch nichts. Oh, und hier diese eine Bubble, ne? Sonst hätten wir hier... Oh, Moment. Ich glaube, hier geht noch eine Mine daneben. Ja. Tatsache, hier geht echt noch eine Mine daneben. Coole Sache. Da setzen wir die gleich mal dahin und lassen die schon mal in der Warteschleife. Moment. Was denn jetzt hier mit dem Weg? So. Gut, tun wir den Weg hier gleich mal verlängern. Weil die Mine wird uns irgendwann leer laufen. Da haben wir nur noch 23%. Ist zwar noch ein Stückchen Luft, aber wie gesagt. So, was, wie sieht es jetzt? Moment, wo bin ich denn jetzt schon wieder hingeraten? Hier war doch die Baumfarm. Hier war die Baumfarm. Und wir haben keine Äpfel, deswegen werden hier erstmal Äpfel eingesetzt. So, und Farmer, ja. Müssten wir hier auch wieder 3 noch reinstecken. Aber das ist kein Problem, das kriegt man hin. Die haben wir zurzeit auf jeden Fall übrig. So, Alkohol, das schießt jetzt gut nach oben. Das passt auf jeden Fall. Und ich denke mal, opala. Die Lager, die sind, denke ich mal, alle voll. Nee. Ah, doch, die hier sind alle voll. Die sind alle voll. Ja. Hier wird überall gebunkert, was das Zeug hält. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich kann ja nicht noch mehr Lager bauen. Das geht ja einfach nicht. Weil wenn die Lagerkapazitäten ja auch überall erreicht sind, ist ja auch das Problem. Ja, 100%. 100%. Das ist ja krank, ist das ja. Ja, es ist halt die Nahrung, das ist halt das. Die nimmt halt so extrem viel Lagerkapazität weg. So, hier hatten wir auch noch eins. Auch 100%. Absolut. Absoluter Hammer. Das ist da wirklich ein wenig sehr krank. Wer hat das gesagt? So, hier werden jetzt aber, dass wir auch keine Äpfel haben. Hier haben wir Birnen. Hier haben wir Walnüsse. Und mehr Baumfarben sind ja hier nicht. Cherries. Und Pflaumen. Hm. Haben wir nicht. Wir haben keine Äpfel. Warum auch immer. Okay, also Holz ist auf jeden Fall absolut am Limit. Also das steht mal fest. Und jetzt haben wir hier schon wieder nur noch 2 Stück über. Das heißt, im Winter verrecken die uns immer ein bisschen. Aber die nächste Periode wird kommen. Ach so, ich lasse die ganze Zeit schon auf 10 laufen. Okay, also seht ihr mal, das geht sogar auf 10 dann ganz flüssig. Ich würde dann nur ganz gerne hier mal, sobald wieder ein paar neue Einwohner dazukommen, würde ich nur mal das Ganze hier erstmal die Holzhäuser wegbeamen. Dass wir die erstmal aus der Landschaft gebombt kriegen. Weil was ist denn jetzt noch Holzhaus? Hier, das ist ja auch schon alles Stonehouse. Hier ist nichts weiter. Hier haben wir auch Stonehäuser. Hier hinten, das hat man neu gebaut. Das sind meines Erachtens Holzhäuser. Was? Ah, hier sind Stonehäuser. Okay. Aber hier steht ein Holzhaus. Ah, 2 sogar. Oh, jetzt haben wir schon wieder nur noch einen. Meine Güte, was ist denn nur los? Die sterben, laufen, das ist doch nicht mehr normal. Und hier haben wir auch schon wieder 4 von 40 Gräbern. Das heißt, wir können wahrscheinlich gleich schon wieder den nächsten Friedhof bauen. 37, okay. Und wir werden Steinhäuser. Und zwar, da werden wir mal noch uns ein paar schon mal hier hinsetzen. Nö, machen wir das mal so. Warte mal, hier machen wir erstmal ganz kurz Pause rein. Ich überlege gerade die Steinhäuser. Wir könnten hier eigentlich, würde ich noch ganz gerne... Warte mal, hier unten würde ich eigentlich noch ganz gerne vielleicht...
Kathedrale ist dort. Ne, kann man eigentlich mit Steinhäusern hier hinzupflastern. Aber da würde ich gerne hier so eine Zweierstraße machen. So eine schöne Breite. So. 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 Ich weiß, man soll ja nicht so viele Häuser auf einmal, also beziehungsweise so große Häuseransammlungen mit einmal bauen. So, die müssen wir erstmal alle killen kurz. Moment, hier sind Nomaden wieder am Start. Da müssen wir mal ganz kurz pausieren. Müssen das erstmal alles hier auf Pause stellen. Blups und blups und blups. Genau, so, Nomaden einmal hier. Wie viel haben wir denn? Ach, 35 Stück, das sind ja wenige. Ach du Scheiße. 35 Nomaden mit einmal. Ob das mal gut geht, ich weiß es nicht. Nehmen wir die. Boah, 35, die, ja, die überleben sowieso nicht alle. Aber das werden ja immer mehr. Das ist ja auch das Krasse an der Sache. Ach komm, scheiß noch die Wandern. 35 Nomaden, auf geht's, Jungs. Sucht euch ein Zuhause. So, aber bevor ihr euch einen sucht, könnt ihr erstmal hier fett als Bauarbeiter rumhantieren. Und zwar könnt ihr hier erstmal die Häuser bauen. Und zwar 6 Stück. Und wenn wir einmal dabei sind, dann bauen wir auch gleich die Häuser hier noch aus. So, machen wir hier nochmal 2 Stück. Dann sind das erstmal 5 Häuser. Dann passt das auf jeden Fall. So, Straße müssen wir hier rumziehen. Und blups. Und dann ziehen wir hier noch so eine dicke Straße. Einmal bis hier vor. So hatte ich mir das nämlich vorgestellt. Genau. Hier noch eine Straße. Und hier noch eine Straße. Genau. So. Ja. Sehr schön. So, und dann die anderen, die schicken wir gleich mal in den Steinbruch. Genauso machen wir das nämlich. Ne, nicht in den Steinbruch, sondern in die Mine. So. So, und jetzt lassen wir die Zeit erstmal wieder dümpeln. Und zwar auf einer schnittischen 10. Sehr schön. So, und jetzt kommt erstmal wieder Licht ins Dunkle und ja, das waren natürlich jetzt gleich mal 34 Einwohner. Ja, kommt, jetzt zieht halt hier ein. Mein Gott, wo ist denn das Problem? Da ist doch Platz ohne Ende. 24 Nomaden haben kein Häuslein. Ja, wenn ihr mal helfen würdet und würdet hier mal mitbauen, dann hättet ihr auch gleich ein Zuhause. So ist es nicht, ne? Du Scheiße, 68 Kinder, ey. Wir kommen hier in Teufelsküche, wenn das so weitergeht. Sage ich euch, das wird mit einem Schlag so eine extreme Bevölkerungsexplosion geben. So, warte mal, Graphics, Population. Mich würde mal interessieren. Und zwar Foot. Okay, da tut sich nämlich aktuell nichts mehr, weil wir auch nichts Neues groß gebaut haben. Aber wir produzieren noch deutlich mehr eigentlich. Also 32.000 ist reichlich. So, warte mal, dann machen wir mal hier eine 60 draus. Und gucken wir mal, ob wir auf die 60 auch kommen. Wir wirklich noch so eine Überproduktion haben. So, jetzt sind es schon nur noch 20, die kein Zuhause haben. Hier wird schon das Häuslein gebaut. Das ist sehr nice. So. Wie sieht es hier aus? Keiner Lust, so richtig. Ah ja, hier wird noch Zeug rangeschafft. Auch gut. So, 20 haben kein Zuhause. Deswegen ist ganz gut, dass wir gerade Sommer haben. Ah ja, jetzt ist hier das Haus schon mal fertig. So, und dann können wir mal das auch noch freigeben. So. Wie viele Einwohner haben wir denn da jetzt überhaupt? 313. Leck mich am Arsch. Mama mia. Alter Schwede. Also das ist ja... Puh. Gerade auch bei 250 gewesen und jetzt schon bei 313. Also halt die Witzka. So, und dann können wir nämlich auch die Kapelle hier freigeben. Die verbrauchen natürlich Haufen Steine, 130 Steine, aber die können wir uns ja dicke leisten. So ist es ja nun auch nicht. 50 Holz, das ist alles kein Thema. Das können wir uns alles leisten. So. Das nächste Haus sollte, glaube ich, fertiggestellt sein. Oh, und noch ein Haus ist fertiggestellt. Boah, Mann, was drücke ich denn hier für Tasten? Bin hier gerade an der Tastatur verrutscht. So, ihr seht's. Jetzt sind nur noch 12 ohne Wohnsitz. So langsam wird's. Hier sind auch schon welche eingezogen. Genau. So, hier sind aktuell 15 drin. So, bauen wir erstmal nur noch 10 Bauarbeiter.
Jetzt wird's kalt, jetzt sollten die Jungs sich langsam mal beeilen und das hier fertig bauen. Ah, das Haus ist auch fertig, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und ich denke mal, wenn hier oben die zwei Häuser fertig sind, dann passt das auf jeden Fall. Und wir haben keinen Obdachlosen mehr. Sehr schön. Die Häuser sind auch alle fertig geworden. 44 Studenten zurzeit. Absolut krank. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und unsere Nahrung kommt langsam, ja, wieder an die 50.000 ran. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Müssen wir einfach mal schauen. Herbst, das passt auf jeden Fall. So wie es aussieht jedenfalls. Irgendwo hat man ja noch einen Herbalist. Genau, Herbst 1000. Naja, müssen wir mal schauen, ob das gut zusammengeht. So, Alkohol 138. Schaffen wir auch nicht irgendwie den Absprung mit Alkohol. Aber unseren Leuten geht es ja auch so prächtig. Das ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So, ich hoffe mal, die Kapelle wird jetzt... Ah, die wird auch schon gebaut. Das heißt, das Material ist auch schon alles geliefert worden. So, die ist zurzeit am Limit mit 200 Membern. Das ist erstmal ganz logisch. So, und dann können wir mal hier in dem Vendor noch zwei Leute, dass da in jedem 6 sind. Miner können wir nochmal auffüllen. Stonecutter füllen wir nochmal auf. So, okay. 4 Bauarbeiter sind es noch. Wie sieht es eigentlich hier aus? Die pflanzen fleißig an. Dann machen wir gleich mal noch so eine Baumfarm hier hin. So. 15 mal. Geht nicht. Dann müssen wir da ein Feld hinbauen. Warte mal, dann schmeißen wir mal hier noch ein Feld in die Landschaft. So. Wie gesagt, wir müssen ungefähr auf 100 kommen. Und da ist das Beste 11 mal 9. Ja. Genau. So, 11 mal 9. Dann können wir nämlich hier den Weg ziehen. Auf jeden Fall erstmal so. Dann könnten wir hier jetzt quasi die Baumfarm andocken. 15. Mal 15. Sieht irgendwie blöd aus, wenn ich das jetzt so baue, oder? Wie haben wir hier Luft? Nee. Ja, dann lass es blöd aussehen, dann ist es halt so. Bauen wir jetzt auf jeden Fall hier hin. So, okay. Super. Sehr schön. So, muss nur ein Baum entfernt werden, dann geht es ja auch schon los. Hier könnten wir ja irgendwas anpflanzen. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Pfeffer und so ein ganzes Gemüse? Haben wir das eigentlich schon irgendwo? Das ist Potato, Pfeffer, Beans, Potato, Beans, Cabbage, Potato, Pumpkins, Potato, Beans, Squash, Cabbage, Squash. Also für Abwechslung ist ja auf jeden Fall gesorgt. So, Baumfarm und hier wollen wir mal diese Pekannüsse. Genau. So, und da brauchen wir hier erstmal nochmal 3 Leute. Bauarbeiter brauchen wir aktuell keine. 1, 2, 3. Also ihr seht schon, das Größte, die größten Ressourcen nehmen einfach, oder die, also die größten menschlichen und bauarbeiterischen Ressourcen nehmen einfach. Achso, warte mal, hier brauchen wir noch einen. Na, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä? Wo ist er denn? Ach hier. Zack. So. Und da sind auch schon wieder 120 Member drin. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Okay, wir haben kleidungstechnisch haben wir erstmal das Limit erreicht. Wobei ich sagen muss, da tendiere ich jetzt doch auf 1000 hochzugehen. Und das gleiche wird mit dem Werkzeug auch bald passieren. Das heißt, wir gehen hier auch auf 1000. Und bei 1000 können wir erstmal Halle machen. Weil 1000 ist so eine nice Zahl. Da hat man eine gute Übersicht. Ob was fällt oder steigt. Nur Alkohol müssen wir mal schauen. Ob wir da eventuell mit Äpfeln noch was machen können. Oder vielleicht Berries. Naja, Berries hat er ja eben. Ne? Cherry, Peach, Pear, Plum, Raid. Ja. Man kann da wirklich verschiedene Sachen nutzen. Ist vielleicht auch ganz nett. So, okay. Wir haben zurzeit schon allein 50 Leute im Quarry und in der Mine. Also das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. So, 58 Studenten. Alter Verwalter. Heidi Witzka, sage ich euch. Oh, hier, die Gräber werden weniger. Die Gräber werden weniger. Stehen die wieder auf?
Oder werden die einfach umgelagert? Kann natürlich auch sein. So, warte mal, dann Friedhof technisch werden wir definitiv auch noch was bauen. Da kommen wir nicht drum rum. So, wohin? Ich würde das ja ganz gerne so ein bisschen abseits auch bauen. Aber hier, naja, der Friedhof, das sieht irgendwie klobig aus. Der gefällt mir überhaupt nicht. Das sollte man irgendwie ein bisschen schöner so in die Stadt mit einbinden. So direkt neben die Wohnhäuser. Nein, Spaß. Bauen wir hier noch einen Friedhof hin? Ich weiß nicht. Das mit dem Friedhof ist alles so eine unschöne Geschichte. Ich weiß auch nicht so richtig. Oder wir bauen... Wisst ihr, wo wir noch einen hinbauen? Wir bauen hier hinten noch einen hin. Das ist eine feine Sache. Hier können wir noch einen schönen großen Friedhof hinbauen. So, da gehen wir nämlich auf Maximum. Naja, 19... 20 mal 19. 20 mal 18 geht nur. Aber das ist okay. Das können wir machen. So, bauen wir hier hinten noch einen Friedhof. Genau, 72 Steine, die haben wir dick auf Tasche. So, und dann ziehen wir hier mal den Weg. Einfach doppelt und fertig aus Ende im Gelände. Ups, das war Steinstraße, oder? Nee, Dirt Road. So, wie sieht es eigentlich mit den Steinstraßen aus? Habe ich wieder nicht geguckt. Aber hier, die sind fertig, hier die nicht. Seht ihr das? Also, die sind erst teilweise fertiggestellt. Warum auch immer. Also, die lassen sich da ganz schön feiern. Alter, und hier, die sind auch alle noch nicht fertig, oder? So, hier mal bitte weitermachen. So, dann müssen wir mal feldtechnisch hier schauen, was wir anpflanzen könnten. Ich weiß ja auch nicht, haben wir jetzt das Boot verpasst? War da schon wieder eins da? Wir haben bestimmt mindestens eins verpasst, oder? Der einfach weitergefahren ist. Na gut, egal. Das war es auf jeden Fall erstmal gewesen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Teilt, favorisiert es, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Abonniert meinen Kanal, da würde ich mich am meisten freuen. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.